Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Alone 2. Es hat wieder ein bisschen ausgesetzt, ich war wieder mal unterwegs und ich muss mir irgendwie mal angewöhnen, die Sachen richtig zu machen, während ich unterwegs bin. Und unterwegs bin ich nicht nur am Wochenende gewesen, sondern ich bin gerade auch in Lone Spawn unterwegs. Was ein geiler Übergang. Denn wir müssen uns, was ist das denn da drüben? Ein Vögelchen oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind wir gerade in Lone Spawn unterwegs, denn wir brauchen ein wenig Silber. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass wir in der Region, die wir schon generiert hatten, das heißt bei uns zu Hause, kein Silber mit dem Digital Miner gefunden haben, da wir zum Beispiel Erze von Mods haben, die ich erst ja nach der Weltgeneration hinzugefügt habe. Und dazu zählt zum Beispiel Massive Engineering. Allerdings brauchen wir eben ja zum Beispiel Silber, um uns etwas ganz Bestimmtes zu machen. Wofür genau, das erzähle ich euch jetzt noch nicht, sondern das erzähle ich euch dann, wenn wir dann endlich mal Silber haben. Das ist überall nur Tin. Ich glaube, Silber gibt es auch gar nicht so an der Oberfläche. Müssen wir noch ein bisschen tiefer. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall wollen wir das. Deswegen bin ich gerade mal hier in die Berge gehüpft. Das Gebiet hat man noch nicht komplett erforscht. Ich denke, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterlaufe, dann sollten wir so langsam aber sicher mal in Gebiete kommen, in denen dann eben Sachen neu generiert werden. Das heißt, da werden dann auch ja, komplett neue Erze generiert, die es eben davor noch nicht gegeben hat. Wie Schafe da gerade gelaufen sind. Sah ja mal awesome aus. Okay. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die Wiese hier. Hier sind sogar Bienenstöcke, das müssen wir uns mal merken. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir belassen das einfach mal hier und stellen den Digital Miner dann hier auf und lassen ihn nach Silber suchen. Klingt gut? Ich hoffe mal, das klingt gut. So, dann gehen wir ganz kurz in die Config. Hier haben wir zurzeit Ohr-Sternchen drin. Machen wir einfach mal ganz kurz Ohr-Silber rein. So, das ist Number Uno. 32.0255, das passt so. Starten wir das Ding. Und jetzt kriegen wir hier schon mal Silver Ore von Immersive Engineering. Wie ihr seht, haben wir jetzt das Problem mit Strom. Dafür haben wir das Windrad dabei. Dann geht das Ganze wieder ab. Okay, ich würde sagen, 15 Stück reichen für den Anfang. Ich habe mir hier noch einen Waypoint für den Digital Miner gesetzt, damit wir den auch wiederfinden. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause und dann kann ich euch gleich erzählen, für was wir denn das Silber brauchen und was wir damit denn genau vorhaben. Ist uns nicht das Gleiche. Ich habe es nur zweimal gesagt, damit man irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich das zweimal gesagt habe. Egal, wir sehen uns gleich, wenn wir zu Hause sind. So, okay, jetzt zu Hause angekommen, können wir unser Silber einfach mal in die Erzverdopplung werfen. Ich hoffe mal, das funktioniert hier drin. Yes, sehr, sehr gut. Hier müssen wir übrigens auch mal Upgrades reinpacken. Und ich habe diese Folge schon mal angefangen aufzunehmen, habe sie dann aber verworfen. Deswegen werde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was wir denn, oh Gott, in der Zwischenzeit noch so gemacht haben. Soll erstmal, gut, den Reaktor, den hatten wir schon das letzte Mal. Digital Miner ist mittlerweile fertig und wir haben auch alle, so gut wie alle Erze, ich glaube sogar so gut alle Erze mittlerweile verarbeitet. Hier oben haben wir noch ein bisschen Stahl drin, ein bisschen Charcoal, das können wir auch gleich noch hier reinwerfen. Und wir haben, ja wie gesagt, mittlerweile alle Erze verarbeitet. Das heißt, wir haben jetzt 3,7000 Eisen, 3,6000 Kupfer, 3.500 Redstone, 3.500 Tin. Also für den Anfang schon sehr, sehr viele Rohstoffe. Und was wir uns heute machen wollen mit dem Silber, das wir gerade geholt haben, habe ich ja natürlich versprochen, wir zeigen das Ganze. Und das werden wir natürlich auch tun. Ich würde gerne fliegen können. Und ich habe mir gedacht, ich zeige diesmal vielleicht was anderes. Eine Mod, die ihr vielleicht. Hey, wie cool wäre das eigentlich, dass man den Sound hier drin nicht hören würde, wenn man die Tür schließen würde? Das wäre voll genial. Okay, auf jeden Fall wollen wir eine andere Möglichkeit haben zu fliegen, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Es gibt weiterhin den Angel Ring, allerdings ist der bei Extra Utilities 2 etwas weniger, beziehungsweise etwas anders. Deswegen werden wir den für den Anfang nicht benutzen. Vielleicht benutzen wir ihn irgendwann mal, aber für den Anfang benutzen wir etwas anderes, einfacheres. Wenn wir jetzt einfach mal nach Jetpack suchen, dann hätten wir das Mechanism Jetpack, das könnten wir benutzen. Oder wir hätten hier einmal Industrial Craft Jetpacks. Das sind wahrscheinlich so die Dinger, die viele von euch noch aus alten Tekkit oder aus alten Megaprojektzeiten oder so kennen. Wir machen aber allerdings was komplett anderes. Und zwar machen wir uns eine Electrical Chestplate. Gucken wir ganz kurz danach. Das ist dieses Ding hier von Neotech. Nytec ist auch eine neue Mod in der 1.10, die habe ich davor zum Beispiel noch nie gesehen, aber sie ist super genial. Und deswegen werden wir die benutzen. Es gibt diese Electric Chestplate, die ist eigentlich relativ easy zu bauen. Es gibt verschiedene Batterien hier drin. Das heißt, man hat hier einmal die Electric Chestplate Upgrade in Thermal Beinahe. Dann hat man One on Body, Two Armor Toughness, 8 Armor, Durability 16 von 16. Und um das Ding hier zu bauen, braucht man eben verschiedene Batterien. Das heißt, einmal eine normale, also eine Basic, eine Advanced und eine Elite. Die haben dann dementsprechend auch mehr Energie. Und die kann man sich dann eben bauen, wie man sie will. Für die Basic brauchen wir Silber, Iron und Lead. Das heißt, das sollten wir hoffentlich mal hinbekommen. Und wenn nicht, dann
Da müssen wir uns irgendwie Gedanken machen. So, okay. Basic F Battery haben wir. Jetzt könnten wir weitergehen und zum Beispiel die Advanced Battery machen. Das wäre die andere. Und die nächste Stufe höher wäre dann die Elite Battery. Und die machen wir uns natürlich auch sofort noch. Weiter geht es dann mit der Electrical Chestplate. Dafür brauchen wir die Energie und ein bisschen Stahl. Und dann haben wir hier die Electrical Chestplate. Ihr seht, da steht Ressourcenflux, 1 Million, Upgrades 0 von 10. Und die Upgrades sind nämlich das Ding, was diese Chestplate interessant macht. Ihr seht hier unten, da steht, nein, steht hier gar nicht mehr dabei, hier steht es dabei. Upgrade in Thermal Binder. Das heißt, wir machen als nächstes den Thermal Binder. Und das ist dieser, genau, dieser wunderschöne Block. Dafür brauchen wir Gold, wir brauchen Slime Balls, Furnace und Redstone Blöcke. Das kriegen wir hoffentlich alles noch zusammen. Wenn nicht, dann wäre das ein bisschen doof. Oh, warte mal, ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch Slime, aber das sind eben andere, als sie hier angegeben wurden. Ich hoffe, es funktioniert damit. Sieht aber schlecht aus. Oh, nee. Das ist natürlich doof. Können wir die vielleicht in normale Slimebälle umkonvertieren oder so? Weil wenn er wirklich nur Vanilla-Slimebälle benutzt, dann wäre das natürlich doof. Wir könnten uns vielleicht einen... Das ist ein normaler Slime-Block. Rice-Slime-Ball. Vielleicht können wir uns daraus normale Slime... Also einen Slime-Block praktisch machen und den dann zu normalen Slime-Blocks craften. Oder zu normalen Slimes. Yes, perfekt. Thermal Binder. So, machen wir weiter mit dem Ding. Und dann haben wir hier den Thermal Binder. Die Maschine stellen wir einmal auf und dann seht ihr hier ein relativ kompliziertes Interface. Zwar erstmal brauchen wir hier drüben Molten Tin, glaube ich. Oh Gott, hoffentlich. Warte mal, hier steht es auch irgendwo mit dabei. Operation Power Supply... es war, glaube ich, Molten Tin oder Molten Silver. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, aber nein, genau. 20 Millibuckets auf Molten Tin. Perfekt. Okay. Sehr, sehr gut. Das heißt, das Ding braucht jetzt einmal Molten Tin und wir brauchen natürlich Energie. Wenn wir jetzt einfach mal nach Molten Tin suchen, dann sehen wir wahrscheinlich gleich mehrere Möglichkeiten, das herzustellen. Das eine ist ein Electric Crucible. Der kommt auch von Neotech. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich auch benutzen. Denn das ist so gesehen die einfachste Maschine, um das damit zu machen. Und ihr werdet vielleicht sehen, dass... ja, das Neotech ein bisschen an Thermal Expansion erinnert, denn das ist es eigentlich auch. Es ist an sich Thermal Expansion für die 1.10. Electric Crucible. So, suchen wir da ganz kurz nach. Das ist die Centrifuge, Pickaxe, Sword, bla bla bla. Ich bin verrutscht in der Zeile. So, Electric Crucible. Dann machen wir uns das Ding einmal ganz kurz und dann können wir damit hoffentlich gleich arbeiten. Aber ja, wie gesagt, das Ding ist praktisch Thermal Expansion in der 1.10, nur eben auch nicht irgendwie. Okay, wir werden es euch gleich nochmal zeigen, oder ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und stellen das Ganze... Ups, wir gehen erstmal schlafen, bevor uns hier irgendwo ein Creeper explodiert. Das finde ich so gut. Okay, die Nacht ist nun vorbei. Ich habe schon mal eine kleine Sache aufgebaut, denn das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Es gab nämlich Probleme mit den Kabeln hiervon, denn die Basic Universal Cable, die können irgendwie RF nicht so ganz leiten, habe ich zumindest das Gefühl. Warum auch immer. Okay, aber die Maschinen sind sehr aufgestellt. Wir haben jetzt hier einmal den Electric Crucible und den befüllen wir jetzt natürlich gerade mal mit Tin. Und als nächstes müssen wir uns natürlich auch unser Chestplate-Upgrade machen. Das haben wir hier für Neotech. Und wie ihr gesehen habt, haben wir 0 von 10 Upgrades in unserer Chestplate. Das heißt, wir können uns auch andere Upgrades noch mit reinpacken, wenn wir das denn wollen. Wir wollen jetzt aber gerade erstmal das Chestplate-Upgrade. Das haben wir hier. Dafür brauchen wir einen 10-Core-Processor. Den machen wir uns ganz kurz mit Wool oder String. Okay, zum Glück haben wir noch Wolle. Können wir die reinlegen? Nee. Dann packen wir die mal ganz kurz in den Crusher oder... In, warte mal, das ist Smelting, das ist Enriching, geht da auch nicht rein, dann brauchen wir noch einen Crusher. So, hier wird nämlich aus Wolle ein wenig String gemacht und sobald wir den haben, können wir dann weitermachen, um uns das Chestplate Upgrade oder das Chestpack Upgrade zu machen, besser gesagt. So, there we go. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir noch eine Feder und Gunpowder haben, denn alles andere wäre ein bisschen doof. So, jetzt suchen wir ganz kurz nach Chestpack, das haben wir dann hier, Chestpack Upgrade und dann haben wir es. Perfekt. Sehr, sehr nice. Weiter geht es jetzt, wie gesagt, mit Tin einschmelzen. Das heißt, wir gehen einmal ganz kurz hier rüber und füllen die eine Maschine mit ein wenig Tin. Also einfach mal hier oben rein. Das wird dann hoffentlich gleich verarbeitet, wenn es nicht unbedingt das falsche Tin ist. Nein, okay, es funktioniert. Es hat nur ein bisschen länger gedauert. Okay, während das ganze Zeug hier schmilzt, machen wir uns noch ein paar Fluid Conduits, denn wir müssen ja irgendwie auch das Molten Tin von dem einen in die andere Maschine bringen. Dementsprechend schließen wir das Ganze hier mal ganz kurz an, stellen das hier drüben auf Extract Always Active und hier drüben auf In and Out. Dann füllt sich das hier mit Molten Tin. Und was wir jetzt tun, ist einmal unsere Chestplate links reinlegen, unser Upgrade hier drüben. Dann drücken wir auf Start und dann werdet ihr sehen, dass das Ganze gleich anfängt,
Ihr seht 120 Ticks left, das ist voll die coole Anzeige, dass das Ganze jetzt eben anfängt zu verarbeiten. Und sobald wir das geschafft haben, habam, haben wir hier eine Electric Chest Plate mit Redstone Flux, 1 Million, Upgrades 1 von 10, Jetpack installed. Und wir können natürlich hier noch ganz andere Sachen reinmachen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Denn ja, wir haben hier sehr, sehr viele. Wir haben zum Beispiel ein Lightning Upgrade, ein Bane of Atropos Upgrade. Das Ganze ist dann aber eher zum Beispiel für das Electric Sword hier gedacht und nicht unbedingt für die Chestplate. Allerdings kann man hier ja sehr viele Sachen machen. Das heißt, man hat eine komplette Rüstung, die man benutzen kann. Man kann zum Beispiel auf die Schuhe Feather Falling machen. Man kann auf die Pickaxe machen, dass sie schneller abbauen kann. Hier sieht man, hat hier ein Hover Upgrade. Das kann man zum Beispiel auch noch auf die Chestplate machen. Ein Protection Upgrade. Das wäre natürlich super genial, wenn wir uns das hier machen würden. Das heißt, vielleicht machen wir das sogar. Mal gucken. Und ansonsten können wir die Chestplate auch gerne mal aufladen. Denn ich habe mir hier eine Basic Capacitor Bank gebaut. Die können wir mal hier drüber reinstellen. Und ich frage mich... Ne, maximaler Output ist 1000 F pro Tick, ne? Das heißt, wir können das nicht hochstellen. Lassen wir es einfach mal so ein bisschen voller werden. Die beiden Maschinen bauen wir wieder ab, denn die brauchen wir ab jetzt nicht mehr. Es sei denn, wir wollen später natürlich irgendwann mal nochmal an der Chestplate irgendwas machen. Aber für jetzt haben wir hier unsere Chestplate, die sich da so langsam aber sicher auflädt. Und mit der können wir jetzt natürlich fliegen. Und ihr seht, das Ding geht ab wie Schmidts Katze, wie man das so schön sagt, ja. Und es wäre natürlich super angenehm, wenn wir uns da jetzt wirklich noch dieses Hover-Upgrade machen würden. Wir können mal ganz kurz gucken, was das kostet. Nochmal ein Single-Core-Processor und dann ein bisschen Gunpowder und Glass. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie das so funktioniert. Jetzt bauen wir die Maschine natürlich trotzdem wieder. Okay, ich hoffe mal, er hat das... Nein, hat er nicht, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er die Sachen gespeichert hätte. Aber ja, hat er wie gesagt leider nicht. Das heißt, wir schmeißen hier nochmal einen Tin rein. Wir packen die Chestplate dann einmal hier drüben rein. Einmal das Upgrade und dann brauchen wir gleich noch ein bisschen Tin. Wir brauchen ja irgendwie... 20 Millibuckets Molten Tin. Das Ganze ist praktisch so, dass man die Sachen dann eben zusammenlötet. Ich meine, macht ja auch Sinn, wenn man da eben Tin für benutzt. Also es gibt ja auch Lötzinn. Und dementsprechend ist das praktisch daran angelehnt. Wir haben voll viel Holz, aber wir haben keine Axt mehr. Das habe ich total vergessen. Okay, ich weiß nicht, ob ich meinen Satz vorhin zu Ende gebaut habe, aber wenn wir gerade hier noch die Sachen machen oder die Sachen schmelzen, kann ich das nochmal ansprechen. Denn es gibt ja einige Mods, die in der 1.10 noch nicht verfügbar sind. Dazu zählt, glaube ich, sogar Thermal Expansion, oder habe ich das hier drauf? Ne, genau. Thermal Expansion zählt da, glaube ich, mit dazu. Und es gibt aber noch sehr, sehr viele andere Mods, zum Beispiel eben Applied Energistics bis vor kurzem. Und unter der letzten Folge habe ich das, glaube ich, mal oder in der vorletzten Folge habe ich das mal angesprochen. Und ich habe mir viele, viele Kommentare davon durchgelesen. Und einige Leute, ja, die waren irgendwie so ein bisschen im Streit, nicht im Streit, aber es gab eben andere Meinungen. Und das war zum Beispiel Applied Energistics oder Refined Storage. Und damit wir das jetzt einfach mal aus der Welt schaffen können, habt ihr heute in dieser Folge eine kleine Abstimmung oben rechts über die Infokarte, über die ihr abstimmen könnt, soll ich Applied Energistics 2 benutzen? Das heißt, wir installieren die Mod hier rein, werden dann die benutzen oder wollt ihr lieber mal was Neues sehen, was eigentlich ähnlich ist und das wäre dann eben Refined Storage. Dafür gibt es übrigens auch ein Update, das heißt mit neuen Texturen und solchen Sachen, irgendwann auf Reddit gestanden. Und ja, das heißt, benutzt einfach mal die Infokarte oben, stimmt ab Applied Energistics 2 oder eben Refined Storage. Also ich finde Refined Storage cool, weil es eben eine neue Mod ist, aber ja gut, Applied Energistics ist eben, wie gesagt, grundsätzlich dasselbe. Man hat es vielleicht schon sehr oft gesehen und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht doch interessanter, wenn man ja, wenn man mal was anderes zeigt, eine andere Mod benutzt und nicht unbedingt ja, immer dieselbe. Wie schon in Projekten vor 5 Jahren, so gut gesagt. Okay, warten wir ganz kurz, bis das Ding aufgeladen ist. Und dann können wir jetzt auch mit Steuerung hovern. Steht ja da dabei. Hier, Steuerung to hover, also STRL. Ist ja im Englischen. Oh Gott. Da kommt ein bisschen Hiccup. Und dann warten wir, bis das Ding hier fertig ist. Durability, 1 Million. Und jetzt können wir hier hoch. Und bei dem Hover-Mode... Okay, da habe ich jetzt natürlich Optifine mit drauf. Das ist dann nicht so gut. Wir können mal ganz kurz Optifine vielleicht sogar umlegen. Controls. Dann gucken wir ganz kurz mal nach Zoom. Das wäre hier Left Control, also Steuerung. Wir könnten das ja irgendwie mal auf Mausbutton 4 legen. Das heißt, wir hätten hier drauf dann Zoom und dann hätten wir hier drauf den Hover Mode. Also ziemlich cool. Ich weiß nur nicht wie... Oh, das geht sogar, während ich im Inventar bin. Okay, das ist sehr cool. Aber es braucht natürlich einiges an Energie. Aber es ist super, dass man das im Inventar machen kann. Das gefällt mir sehr. Und jetzt haben wir halt hier drauf...
den Optifine Zoom. Ist auch nicht so schlimm. Okay, aber ich würde an der Stelle einfach mal sagen, wir beenden heute die Folge Minecraft Clone 2. Ich hoffe, ihr findet es cool, dass wir mal etwas anderes machen, als zum Beispiel den Ancient Ring zu benutzen. Und ich meine, ich finde das Jetpack absolut genial. Das ist eine super coole Mod, wie ich bis jetzt feststellen konnte. Und wenn es euch gefällt, dann lasst ruhig eine Bewertung da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge Minecraft Clone 2. Sei es, haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.